Also, das Ding ist jetzt mal 2 Nächte draußen gewesen. Die Elektronik hat es überlebt. Powerbank hat es überlebt. Leider war nicht viel mit Sonne. Dementsprechend auf der Input-Seite ist das Panel auch schon abgefallen. Normal müssten jetzt 20, 21 Volt rauskommen. Oder auch 18,41. Aktuell kommt da bloß noch 5,5 raus. Und ja. Quasi die Schaltung ist aktuell so: Panel, Step-Down-Converter, adjustable von 20 Volt auf 5 Volt. Das, was ihr jetzt seht, ist der Input. Wenn ich da drauf drücke, kommen wir zum Output. Also Output ist leider auch schon unter die 5 Volt gefallen. Also Idee hinter dem Experiment ist quasi, kann man Solar im Winter, im Herbst, kleinere USB-Verbraucher, Handys, Powerbanks laden. Was braucht man dazu? Und vor allem, System, wo man nicht auf einer funktionierenden Batterie angewiesen ist, die eben immer mindestens 10, 11, 12 Volt hat. Wenn sie 2,5 Volt hat, geht nichts mehr. Das ist natürlich alles ein bisschen blöd. Also hier dieses System würde quasi, also wenn man sich ein Handy anschließt, gut, Handy ohne Akku funktioniert auch nicht, gell, aber hier könnte man es mal USB abgreifen, solange es ausreichend Sonne da ist. Also er hat jetzt quasi heute über 3,4 Stunden, oder? 23 Volt, oder? 23, 24 Wattstunden produziert. 23,4 Wattstunden, das wechselt alles ziemlich schnell. Was er da an Voltage sieht, das ist die, ja, die Input Voltage, also 4,5, das kommt hin. Jo. Also Verschaltung, Step Down, dann dieses Messgerät, dann der USB-Verteiler 5 Volt, dann Powerbank. Genau. Ja, würde mich mal interessieren, was ihr dazu meint. Also, das Ding war jetzt 2 Tage draußen und ja, ich meine, das ein Strich hat es geladen und es ist jetzt beim vierten Strich. Ja. Natürlich, gerade wäre ein Windrad. Kennt jemand ein Windrad, was 20 Volt produziert? Dann könnte man das mit dem Solarpanel auf eine Leitung legen. Ich hätte beides, wäre natürlich top. Wenn euch dazu irgendwas einfällt, würde es mich interessieren. Das heißt, es ist hier Wattstunden, 23,4 Wattstunden heißt es. Was schon mal ganz gut ist, also hier Stahlstreben. Der Wind hat es nicht geschafft, das Ding umzupusten. Das ist schon mal ziemlich gut. Heißt es 0,0234 Kilowattstunden quasi.